All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. For better. Hallo meine Hübschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem Tobi, ja. Wir haben uns gedacht, wir machen heute, wie nennen wir es? Ein Get Ready With Arts. Also genau, was könnte man so sagen. Ich werde mich nebenbei, während sich Maren fertig macht, auch ein bisschen typisch Mann fertig machen. Wird nicht so viel sein, aber... Tja, wir hoffen natürlich, dass euch diese Idee gefällt und mich würde es sehr interessieren, wenn ihr mehr von diesen Videos haben möchtet, sprich mit ihm oder mit anderen YouTubern, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentarbox schreiben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los und wünschen euch ganz viel Spaß und los geht's. Viel Spaß! Jo, also ich habe mir extra die Haare komplett gewaschen, so dass ihr einfach sehen könnt, wie ich meine Haare mache, weil ich glaube, die braucht noch am längsten. Darf ich was von deiner Creme haben? Weil ich habe meine jetzt oben vergessen, ich nehme jetzt einfach da mal steht ein bisschen was. Da steht Fortman drauf. Ja, okay, dann bin ich jetzt ein bisschen Mann. Da wächst ja ein 3-Tage-Bart. Oh, cool. Deswegen benutze ich das. Da ja, ich auch mal Bart schon immer mal haben. Wächst mir jetzt auch ein Bart auf der Stirn? Ja. Cool. Deine Haare wachsen ein bisschen vorne hin. Ja, ist doch genial. So, also ein bisschen Creme einfach. Was ist denn das für eine Creme? Hier seid ihr. Die riecht gut. Die pflegt voll gut. Die fühlt sich so. Pflege und Schutz für trockene Haut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe öfters mal irgendwie deine Creme oder so benutzt, wo ich mir gedacht habe, yo, warst du zu faul, um deine Creme zu nutzen, Tobias? Hättest du mal lieber deine Creme benutzt, weil ich war irgendwie nie so richtig überzeugt. Ja, ich weiß. Ich hatte ja, also gut, die Klinik-Creme ist gut. Die darf ich ja nicht benutzen. Nee, das ist meine. Ich habe jetzt hier gerade übrigens eine BB-Creme probiert, die ich jetzt die ganze Zeit nicht nutzen konnte, weil wir sind jetzt gerade aus Malta wiedergekommen. Und das ist jetzt von Revlon, die Photo Ready BB Cream in der Farbe Medium und die hat Lichtschutzfaktor 30. Und da solltet ihr auch immer darauf achten, dass gerade im Sommer ihr auf jeden Fall immer einen Lichtschutzfaktor in eurer entweder Creme drin habt oder eurem Make-up. Und das ist halt einfach wirklich wie so eine getönte Tagescreme. Und mehr will ich auch gar nicht erreichen. Ich finde immer BB Cream im Sommer ganz gut. Oder halt eine wirklich sehr leichte Foundation. Warte, ich habe gehört, es gibt BB Cream, CC Cream. Das und was war's. Gibt's noch? Ja, das war's erstmal. BB und CC. Ich finde die eigentlich richtig gut. Das Schöne ist halt, dass die nicht so meine Sommersprossen verdeckt, weil das mag Tobi sehr gerne. Ich liebe Sommersprossen. Ich liebe Sommersprossen. Deswegen. Ich habe hier so im Moment zwei Pickel und hier wieder einen. Ich kriege immer in der T-Zone sehr gerne Pickel. Sieht aus, als hätte ich mir zwei Piercings stechen lassen. Was ist denn T-Zone? T-Zone ist die Stirn, die Nase und Kinn. Dachtest du jetzt, das wüsste ich nicht? Ja, ja. Macht auf jeden Fall die Augenringe weg. Genau, danke. Augenschatten. Ich habe aber keine Augenringe, so richtig. Darf ich einmal ganz kurz den Film verpeilen? Ja. Also jetzt habe ich halt ganz simpel meine BB-Creme aufgetragen von Agnes B. So ein Concealer. Und als nächstes trage ich jetzt einfach während der Tobi föhnt von Benefit ein Blush auf und den trage ich jetzt einfach so auf den Wangen und am Wangenknochen entlang auf, bisschen an der Schläfe. Und währenddessen blende ich euch Musik ein. Damit ihr den Föhn nicht hört. For better or worse, a blessing or a curse, long live this wild, wild. Das auch manchmal, wenn ich so gerade meine Haare geföhnt habe, so im ersten Moment denke ich mir so, bö, jetzt sehen deine Haare echt cool aus, dass du gar kein Gel mehr brauchst. 3 Minuten später denke ich mir, oh, was solltest Gel benutzen. Was ist los? So sehe ich gerade aus wie so eine Zottelmatte. Also ich muss sagen, ich verwende jetzt gerade den Highlighter, der ist endlos lange in meiner Schublade lag. Und zwar ist der von The Body Shop. Ich weiß nicht, ob ihr den noch bekommt. Das ist ein richtig guter Highlighter. Das sind halt einfach nur so Perlen, also ganz, ganz easy, simpel. Total gut sind die, also die verleihen echt tollen Schimmer. Und ihr braucht da nicht sehr viel von. Und ich fange jetzt auch einfach mal an und nutze dann, weil ich bin frisch geduscht, aber leider nicht frisch rasiert. Macht nichts, sieht gepflegt immer noch aus. Manche haben schon unter manchen Bildern in Malta geschrieben, ich sehe aus wie ein Italiener. Mustache! Ja, es ist auch noch so voll gemein, dass du so mega braun einfach geworden bist. Ja, es ist einfach... Es ist gemein! Mehr ist es nicht. So, ich benutze auf jeden Fall jetzt einfach mal erstmal meine Creme. Die trage ich auf in der T-Zone.
In der Tobi-Zone. In der Tobi-Zone? Ja. Ich nehme jetzt hier gerade einen Lidschatten, einfach so einen Beige-Ton, so ein schimmerndes Beige. Könnt ihr nehmen, das bekommt ihr überall. So. Und ich mache mir jetzt meine heiligen Haare. Ich habe dazu viele verschiedene Gels. Also wirklich, ich habe eine Schublade mit 8 oder 10 verschiedenen Gel-, Wachs-, Pasten-, Fixierspray-Sorten. Habe mich heute einfach mal zu der Dirty Haarcreme von Lush entschieden. Die habe ich mir vor längerer Zeit mal geholt und die werde ich heute jetzt wieder nutzen. Ich benutze die auch manchmal. Ja, klingt jetzt ein bisschen seltsam. Allerdings, ich habe so ein paar Babyhaare hier oben und so Babyflaum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zopf wie jetzt gleich trage, gehe ich gerne so ein bisschen damit dran, statt mit Haarspray, und mache sie mir fest, weil dann hält das Ganze auch. Ich würde jetzt zustehen. Und deswegen ja, finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann lasse ich es wirklich immer so ein paar Sekunden erstmal so ein bisschen antrocknen in der Hand, weil dann finde ich, ist es besser, meine Haare zu stylen. Stylen, also, stylen. Wie ich das mache, ist, ich versuche auf jeden Fall mit meinen Händen oder da, wo das Wachs dran ist, an den Händen, wirklich an die unteren Haare zu kommen, an der Kopfhaut. Ja, das mag ich. Surfermatte für den Sommer. Ich werde dich leider einmal für kurz eine Minute verlassen, denn okay. Ich muss mir die Hände waschen. Da unsere Koffer in Malta geblieben sind, ist auch allerdings mein ganzes Augenbrauenzeug, was ich immer verwende, das Puder, der Stift und dort. Und zwar benutze ich jetzt von Benefit den Gimme Brow. Den habe ich halt in Light, also für Blondinen. Und das ist jetzt Medium Deep. Das heißt, ja, das ist eigentlich, sage ich mal, für Brünette etwas und deswegen muss ich da jetzt vorsichtig mit umgehen. Hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Benutze meinen Lip Balm und... Oh ja, den brauche ich auch gleich. Das ist der von EOS, ne? Ja. Mhm. Die Geschmackssorte Mint. Ich liebe Mint. Es ist so immer so... Es hat immer eine gewisse Frische und... Ja. Viel gibt's nicht mehr bei mir. Nicht? 2, 3. Zu meine Lippen schminken? Deine Lippen? Ja, nee, deine. Ich hab meine ja schon gerade gemacht. Bevor du jetzt aber anfängst mit den Lippen, muss ich jetzt noch ganz kurz mir meine Augen fertig schminken. Und zwar ist das jetzt von Benefit, der They Are Real Push-Up Liner. Der ist neu und es ist ein echt guter Eyeliner, finde ich. Die größten Entscheidungsschwierigkeiten, die ich habe, sind, welches Deo benutze ich heute und welches Gel. Und bei Parfum erübrigt sich das, weil manchmal benutze ich gar nicht Parfüm, weil... Du riechst schon von Natur aus gut. Nee, weil das Deo da mir schon reicht. Du entscheidest einfach. Okay. Riech, ohne hinzugucken, welche Sorte es ist. Oh, das riecht so gut. Ich mag das andere lieber. Das andere ist gut. Welches war das jetzt? Ist das hier? Ja. Ja, hallo, normal, das ist das. Das ist mein Lieblingsdeo von den Männern. Das ist das Axe 2012. Fein, da habe ich die ganze Zeit zu Tobi gesagt, das darf er sich nicht kaufen, weil damals 2012 die Welt fast untergegangen wäre. Und ich so, nein, du kaufst das jetzt nicht, du kaufst das nicht, ich habe Angst. Und dann so, doch Schatz, es riecht so bombastisch, selbst wenn es so untergeht, dann rieche ich wenigstens gut. Mit dem Duschgel zusammen ist das wirklich der Hammer. Deswegen habe ich gerade eben gesagt, das ist, wow. Einfach geil und vor allem, weil es so lange riecht. Also soll ich das Deo benutzen? Ja, das ist absolut. Okay. Was ich cool finde bei den neuen Axe-Deos, dieser neue Verschluss hier oben. Die hatten ja, das die ist hatten bei meinem die auch. Diesen Rundding hatten die damals zum Drehen, aber jetzt das neue finde ich cool. Was hat Tobi mir mitgebracht? Wie viel hast du bezahlt beim DM? 2 Euro, 3 Euro? Also ich habe oben den Kastenbaum. Das ist jetzt das Axe Anarchie for Her. Das riecht echt super, super gut und es ist rosa. Und ja, komm, schmerz mir jetzt runter. Muss ich jetzt Angst haben, dass gleich überall so Männer angelaufen kommen? Nein, brauchst du keine Angst haben. Boah, ich alter Mann. Ja, du darfst nicht lachen. Das wird lustig bei Wolfen, dass man Make-up. Auf jeden Fall. Jetzt musst du einfach nur noch den Lip Butter. Den hier? Ja. Finger weg. Ja, wie der immer meinen Kopf dann so halb festhält. Ja, so, das ist. Wenn ich etwas nicht festhalte, dann. Keine Ahnung. Und Zahnhängeling. Nicht viel. Entschuldigung. Das reicht sogar schon. Das ist viel zu viel, was du drauf machst. Gut. Ja. Habe ich jetzt was? Nö, gar nicht. Weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe, tue ich mir noch was drauf. Weil ich habe drauf gelesen, das ist ja ein Body Spray. Das steht ja nicht, das ist ein Achselspray.
Ich trage sehr oft Zopf, allerdings nie in meinen Videos. Ich finde immer so ein Zopf, der steht mir nicht so ganz. Ich mag das nicht so bei mir. Nicht schön. So, jetzt hat netterweise die Kamera aufgehört zu filmen. Jetzt habe ich mir gerade nämlich noch diese Haarcreme von Tobi reingemacht, um einfach die Babyhaare wegzumachen. Da nehme ich immer ganz, ganz wenig, also wirklich, ja, wie soll man es sagen, nicht mal eine Rosine groß. Und dann gehe ich mir einfach an die Babyhaare und mache das alles dran, damit das Ganze dann so halt aussieht, wie es jetzt aussieht. So, und das ist eigentlich, dankeschön, das ist eigentlich jetzt so mein Look. Einfach mal heute ganz simpel mit einem schwarzen Crop-Top, einer High-Waisted-Hose und das schönste T-Shirt. Ich habe mein neues Bershka-T-Shirt an und ich habe meine grüne Stoffhose, die so total chillig ist, sieht aus wie eine Jogginghose. Ja, sieht sehr schön aus. Danke. Ja, und das ist heute mein Look. Ihr habt mich heute, glaube ich, das erste Mal so richtig so gestylt gesehen. Sonst sind immer meine Haare sehr gleich, weil ich einfach sehr wenig damit im Moment mache, aber so ein Zopf geht ja auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da mal einen Kommentar hinterlassen würdet. Stimmt auf jeden Fall ab, ob ihr ein Boyfriend, das mal Make-up wollt, dann werden wir das zusammen gerne drehen. Und ihr solltet auch auf seinem Kanal vorbeischauen, da sind einige Challenges mit uns beiden zusammen. Ja, dann würde ich sagen, die verlinke ich euch unten auch nochmal. Und wir sehen uns das nächste Mal, also tschüss! Ciao! Can't be tamed.